Da haben wir die Tausender. Yep. Ich hoffe, der Ton wird aufgenommen. Ich sag mal Moin Moin und Hallo. Wir kommen zu einem weiteren kleinen Simson-Vlog. Ich musste einfach mal wieder fahren. Ich weiß, es wird jetzt langsam kälter und so weiter. Die letzten Tage hat es echt scheiße geregnet bei uns. Und dann hatten wir... ich fahre hier längs. Hatten wir richtig viel Wind. Da hätte es nichts gebracht, mal durch die Gegend zu fahren. Kein Millimeter. So, sind wir hier mal ein bisschen. Ich muss hier üben. Ich glaube, mein Helm ist noch nicht ganz zu. Ich muss mal die Sonnenblende hoch machen. Ich habe hier am Helm eine Sonnenblende drin, eine integrierte. Ich bin noch nicht so... So. Ich kann jetzt leider nicht die Hand... Ich denke mal, das ist eine richtige Posi. Alter, Waldluft, ne? Waldluft, da geht sie ab. Halt schöne, frische, purer Sauerstoff, ne? Ich brauche jetzt nicht den vierten schalten. Kommt nämlich jetzt noch eine scheiß Kurve. So. Tadim, 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 tadim. Oi, 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 oi. Ich fahre hier extra langsam, weil die Strecke, ja, ist halt. Das merkt ihr selber. Das kennt ihr bestimmt. Also die Schleswig-Holstein-Magazin gucken. Ja, das sieht man jetzt nicht. Die kennen das. Ich fahre mal vorne hin. Auf. Die Schleswig-Holstein-Magazin gucken, die kennen das. Also, und vielleicht auch mal zum Schleswig-Holstein-Musikfestival fahren. Das ist nämlich gut Hasselburg. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, hier mal lieber langsamer. Da vorne ist ein Kindergarten. Das habe ich vorhin nämlich erst gemerkt, dass der noch besucht ist. Ich dachte, da wäre schon keiner mehr. Aber hier ist noch ein Kindergarten. Wir fahren heute, also heute fahren wir richtig Wallapampa. Rein. Hier fahre ich auch ein bisschen langsamer. Man muss, also das finde ich persönlich wichtig, egal ob nun mit dem Moped
mit dem Auto oder mit dem Schlepper. Durch Dörfer kann man ruhig langsamer fahren. Das macht immer ein besseres Bild, als wenn ich jetzt hier durchjage. Das merken sich die Leute. Die merken sich in sein Gesicht. Aber die, ja, die kennen das Moped. Dann die wissen, aha. Der Typ, der fährt hier öfters mal längs und ich fahre hier öfters längs, weil es die Strecke ist, wenn ich zu meiner Mutter fahre. So, ich hoffe, dass das mit den Windgeräuschen jetzt hinhaut. Ich habe keine Ahnung jetzt. Also langsam bin ich es leid. Vielleicht brauche ich einfach nur ein anderes Mikro. Aber ich habe... vibrieren. Ich habe ja schon ein externes Mikro, was im Helm mit drin ist. Dann sollte eigentlich nur das aufnehmen. Aber komischerweise, ich habe auch den GoPro Media Mod, nimmt dieses Scheißding vorne auch noch auf. Ich habe jetzt schon RAW Audio eingestellt, dass ich nochmal eine Tonspur extra bekomme für die GoPro. Um dann halt dann den Ton noch mal zu bearbeiten. Oi, 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 die zieht heute aber wieder, du meine Fresse. Heute geht die echt ab wie Schmitzkatze. Sixteen. Heute ist richtig, was muss an der Luft liegen? Ich habe keine Ahnung. Die rennt heute. Alter Falter. Richtig geil. Die letzten Tage, die rennt eigentlich, seit sie beim Nico war, rennt sie wie die Hölle. Aber heute rennt sie richtig. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, warum, wenn ich längere Vollgasfahrt mache, ab und zu mal das Gas klemmt. Das liegt nicht, ich weiß nicht, wenn ich nämlich drei Viertel Gas gebe, also fast Vollgas, ein bisschen nach runter, irgendwie muss dann doch der Schwimmer, hätte ich beinahe gesagt, der Schieber klemmt. Man merkt, es wird Herbst, ne? Aua, aua, aua. Was ist das denn? Viecher, habt ihr das, was ich habe das mitbekommen? Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Aber die Strecke ist halt, sie ist schön zu fahren, aber hier ist auch in Anführungsstrichen echt was los an Verkehr. Mukus, Mukus, Mukus. Oh, oh, Straße dreckig. Habe ich vorhin schon gehabt. Da war richtig Placken. Oh, hier auch. Heide, Witzka. Man muss aufpassen, ey. Dann lieber ein bisschen langsamer. Ja, ist halt, ne? Alles voller Kurbel. Das ist eigentlich mehr, so ist es fast mehr ein Wirtschaftsweg als eine normale Straße hier. Alter, was fliegt mir denn hier Viecher immer gegen die Scheibe? Mukus! Alter, jawohl. Also, man kann hier auch wirklich mal die Straße, also ja, ich komme selber aus der Landwirtschaft, aber ja, wenn die so aussieht, ehrlich, dann... Dann ist man später nochmal losgefahren und hat das sauber gemacht.
Schon wieder hier so ein ausgefahrenes Ding, Alter. Oha. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was kommt denn noch mehr, Schätzeleins? Da kommen ja noch mehr. Du Scheiße. Mein Fluch hängt in der Nacht, der hängt ein bisschen zu weit raus. So, wir versuchen mal hier den Wind wegzudrücken. Endlich mal kein Wind von vorne. Das ist hier die Kirchenallee. Früher sind wir hier mit unserem Moped wie die Bekloppten längs geheizt, also Geschwindigkeit drauf zu kriegen, um dann, und das werde ich jetzt nicht machen, über diesen Bahnübergang, ich weiß nicht, ob sie den entschärft haben, ja, früher war hier Schrittgeschwindigkeit, kommst du darüber, jedenfalls um über diesen Bahnübergang rüber zu springen. Weil das war eine richtige Sprungschanze, den haben sie entschärft. Den haben sie entschärft. Hier war ich auch schon mal. Flächenbrand, genau. Da hat das hier auf der Fläche gebrannt. Auch schon Jahre her. Ach, diese Flickschustereien, ne? Ich weiß ja, dass die Gemeinde kein Geld hat, ne? Aber das sind Flickschustereien, die sind für Mopedfahrer und Autofahrer mehr als frustrierend. Das ist echt schade. Schön durch Schleswig-Holstein. Das muss ich kurz überlegen, wie fahre ich denn jetzt erstmal? Wir wollen ja hier über Valla Pampa. Ich fahre jetzt schon seit, oh, wie heute jetzt schon wieder, 60 Kilometer wieder runtergerissen. Nee. Nee, warte mal, 9.11 habe ich Dings gemacht. Oh, wir nähern uns der 1000. Luki, 1000. Jo, gleich. Oh, gleich. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit draufhalten. Ich habe keine Lust, mich abzuledern. Oh, das dauert noch ein bisschen. Oh, 50 gestressen, die Haaren aufgerissen. Wir machen uns mal ganz klein. Ganz klein, habe ich gesagt. Oh Gott, bin ich ungelenkig. Wind von vorne. Ne, kein Wind von vorne, aber ich sitze ja auch aufrecht. Dann habe ich nicht gerade eine windschnittige Jacke an. Und da haben wir die Tausender. Yep. Ah, Tausender geknackt. Ah ja, stimmt ja. Die Strecke hier. Die ist schon ein bisschen. Ja, und dann halt viel Verkehr, ne? Du kannst siehst schlecht einsehbar, sagen wir mal so. Da warum ist ja. Oh, ist ja wieder Wind. Da wollen wir es auch nicht drauf ankommen lassen. Ne? Ach ja, mal eine Frage. Für die auch jetzt Simson fahren, sagt mal so Scheibenbremse, wäre das was? Oder ist das, sag ich mal, für ein Stino-Moped eigentlich overdressed? Weil ich würde mich das, also ich habe mich jetzt schon so ein bisschen belesen, was das betrifft. Aber so richtig Erfahrungsberichte. Ich glaube. Doch, ah, kacke, hier hätte ich rechts reinfahren können.
Dann wäre ich im Wald gelandet. Dann hätte ich über den Wald fahren können, wäre eine Abkürzung gewesen. Aber das machen wir nicht. Wir fahren mit dem Moped nicht durch den Wald. So, ich glaube, wir sind jetzt schon wieder, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt online sind, online sei schon, Video drehen. Vielleicht mache ich da auch nur ein Best-of raus. Deutsch. Oha, schön am Schippen. Vielleicht sollte ich helfen. Weil da wäre ich ja Kumpel. So, Lensan! Das ist immer vom ersten in den zweiten. So war der nur. Das ist, kommt mir so vor, als würde ich so bam, als würde ich ihn richtig reinknallen, als ob ich die Kupplung nicht ziehen würde, ja? All die guten Sachen, hier ist ein Elektro. Ach ja, habe ich jetzt letztens auch gesehen. Seit längerer Zeit gibt es ja wohl auch Elektroschwalben, wa? Ich glaube, irgendeine Manufaktur in Berlin macht das. Wohnwagenmänners. Da haben wir noch ein Köpplin. Ist gut das. Auch mal machen, ne? Zum Einkaufen, wenn man in der Nähe wohnt, sag ich mal, dann kann man das mal machen, so ein E-Scooter. Ich habe E-Scooter verblasen. Muss mir noch ein Kreuz in die Seite machen oder einen Aufkleber mit dem E-Scooter. Erster E-Scooter. Diese Strecke, die hier ist auch nicht ohne. Nur ein Schmücken irgendwie. Oh, habt ihr das gesehen? Es hat ja, wie gesagt, hier ordentlich geregnet. Da schwemmt das natürlich auch mal von der Koppel runter. Und so schön, oder auch hier die Wege. Und wenn das dann auf der Straße landet, dann bleibt der Scheiß da liegen und du mit dem Moped, wenn du Pech hast, machst dann den Abflug. Da habe ich keinen Bock drauf. Upsi. Kann ich dann eigentlich nochmal einen schmücken? Weil wenn du hier Vorderradbremse blöd ziehst, oh, dann machst du einen Geier. Oh, alter Falter, ey. Naja, hier bleib, hier fahren wir schön langsam. Hier ist alles voller. Ei, hier auch, ne? Wie bei Hannes und Jan. Da hat das ja auch so doll geregnet, ne? Also die haben ja richtig Regen gehabt. Da ist ja richtig Raps weggespült. Ja, das ist so. Natur. Nicht?
sind hier alle, also ich habe jetzt bei uns noch irgendwie kein großartig hier auf der Ecke. Na. Häckseln sehen. Ich glaube, es wird wieder so ein Riesenticht. Das muss ich alles irgendwie zusammenschneiden hier. Das wird einfach too much. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera überhaupt noch an ist. Gegenwind. Kommt es denn gleich raus? Ach ja. Jetzt hier wie so ein Tunnel. Ah, wir müssen mal gucken. Wie spät ist denn das? 3:15. Scheiße, ich muss auch langsam nach Hause. Ey. Jetzt muss ich aber langsam nach Hause. Weil ich muss ja heute den Hund noch machen. Also heute Nachmittag die Runde noch mal. Heute Mittag waren wir auch schön Tamtam machen oder laufen. Boah. Landluft. Oh. Ich weiß, andere sagen würden jetzt. Ne? Aber ich weiß nicht. Das ist Landluft. Boah. Oh. Da hat man Fahrgassen drin, ne? Ich weiß nicht, ob man das mal gesehen hat. Ja, der will ja Spaß haben, ne? Der wird Spaß haben. Och. Vielleicht brauchen wir neue Federbeine. Nico hatte da was vorgestellt, aber das Ding ist, aber wir haben F-Performance. Der hatte da letztens im Video was. Aber die haben noch keine ABE. Brauche jetzt hier nicht schnell fahren, weil hier kommen jetzt nämlich die Tollen. Ja, warte, nur wo willst du denn nun ran? Oh Mann, ne? Vielleicht sollte ich mir mal eine andere Kupplung kaufen. Machen sonst. Eine 5-Lamellen-Kupplung. Die sollen ja besser sein wie die 4er. Uzi. Hier gehen wir tierisch gerne spazieren in dem Wald. Mit dem Hund. Oh, da kannst du. Da gibt es Wege. Wenn du Pech hast, kommst du da nicht wieder raus. Echt ohne Scheiß. Du kannst dich in diesem Wald auch verlaufen. Deswegen gibt es da auch in diesem Wald teilweise SOS-Punkte, wo GPS-Koordinaten draufstehen. Ohne Scheiß. Weil das so ein verwurschteltes Hin und Her ist. Und ja. So, einer müsste noch kommen. Einer müsste noch kommen. Nö. Ja, dann würde ich sagen, Feuer frei.
Scheiße, was ist denn hier los? Gülleverschlauchung. Das sieht nach Gülleverschlauchung aus. Nee. Nee. Oh oh. Die machen da irgendwas mit. Oh, kann man atmen? Ja. Wenn man wüsste, dass jetzt nichts von vorne kommt, dann könnte man hier noch richtig schön fahren. Alles so ein bisschen bergauf. Jetzt kommt hier eine scharfe Kurve. Und dann sind wir hier auch, boing, sind wir hier auch gleich raus. Oh, oh, was ist das? Ach ja. Silo. Hungerrot. Autobahn. Endlich mal ein bisschen weniger los. Echt ohne Scheiß. Also da geht es dann Richtung Norden, also zum Fähranleger. Und ohne Scheiß, wenn ihr bei uns... Ja, so Viertel vor ungefähr, Viertel vor, sagen wir vor, Viertel vor neun morgens oder auch überhaupt Viertel vor, auf die Autobahnfahrt, dann habt ihr die ganze LKW-Kolonne, die vom Fähranleger kommt. Die Strecke ist so cool. Wäre natürlich fatal, wenn er jetzt auf der Straße liegen würde. Hupe geht. Oh, Zwischenspruch. Ist okay. Ich war nicht drauf, Handschuhe am Wechseln. So, aber ich glaube, das war's. Wir werden da vorne. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Geradeaus darf ich ja nicht mehr. Also geradeaus schon, aber nicht mehr rechts abbiegen. Also eigentlich schon. Das würde keinem auffallen. Ja. Ist keine Wendemöglichkeit. Aber ich weiß, dass es da eine Wendemöglichkeit geben würde. Aber ich mache jetzt hier Daddeldu. So, 4,5 Stunden Pause. 3,5 Stunden Pause. So, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dahin, Mockout, wir sehen uns.